Jetzt habe ich nach dem Mono, Photon Mono Drucker von Anycovic bekommen. Das ist jetzt einmal das Gerät selber, ohne die Installation noch, wie ihr sehen könnt. Das muss ich erst machen. Jetzt kommt dann noch der Wash and Clean und das Rezin, mit dem man druckt. Dabei waren eben auch das Netzteil, dann eine solche Tüten, die gleichzeitig als Dings, als fürs Zurückschütten von Rezin und der Flüssigkeit ist. Es sind auch Handschuhe dabei, eine große Spachtel, eine kleine Spachtel, eine wohlbekannte Maske und dann auch die gewissen Schraubenschlüssel plus die Servicekarte. Also ihr seht, und ein Stick war auch dabei, wo dann die Software darauf ist und auch eben das, was man halt alles braucht. Wir werden den Drucker einmal einrichten, den neuen. Jetzt haben wir alles da, was wir brauchen. Laut Angabe muss man, oder ich gehe nochmal zurück, auf Tools gehen, auf Move Z, auf 10 mm. Er hat dann jetzt schon die Höhe gemacht. Wenn er zu tiefer ist, geht er raus. Und jetzt da haben wir das eben da. Man bekommt sein Blatt dazu. Man kann das Blatt jetzt rein tun. Man kann aber auch, es ist auch so ein Service, so eine Service-Card, die kann man auch reintun. Fast besser, weil die ist nicht so groß. Und jetzt müssen wir schauen, dass er eben sich einstellt. Das ist noch locker, wenn ihr es sehen könnt. Wir gehen auf Home, jetzt geht er natürlich runter. Ja, und wenn er jetzt das eingestellt hat, können wir diese Blattfläche da sozusagen festdrehen. Somit ist das auf ungefähr einen Millimeter nicht ganz eingestellt. Das kann jetzt so bleiben. So, wenn wir das gemacht haben, also wir gehen jetzt Return wieder, Z0 und Enter. Und nochmal Enter. Und jetzt da geht dann natürlich hoch, weil er jetzt eingestellt ist. Wenn wir das jetzt gemacht haben, beginnen auf Detection. Passt. Schön. Die ganze Fläche macht da auch, passt. Das ist alles okay. Das heißt, wir können jetzt da die Unterfläche, den Behälter fürs Rezin raufgeben. Passt. Dazu muss man das ein bisschen höher machen wieder. Die Schrauben da. Okay. Es gibt da schöne Führunglöcher, tu das dann, damit das gerade drauf ist.
fast nicht. Warte mal. Okay. Passt. Gut. Jetzt haben wir das einmal erledigt. Ich habe jetzt einmal da von Anycubic das Resin bekommen. In Schwarz habe ich dazu bekommen, so wie den Drucker. Und werde den jetzt einmal verbrauchen. Bei dem muss man dann mit Alkohol, wie ihr seht, dann waschen. Ich werde dann aber umsteigen auf eins Resin, was man mit Wasser waschen kann. Aber das verbrauche ich jetzt einmal. Man soll es ein bisschen hin und her bewegen, nicht schütteln, damit keine Blasen entstehen, aber trotzdem ein wenig eben schauen, dass das schön durch ist. Das machen wir jetzt da, dass das schön durchgemischt ist. Dann öffnen wir das Ganze mal. Richtig, eigenartig. So, wir schütten das da rein und da drinnen ist hinten eine Angabe von den Milliliter. Ich mache es jetzt sicherheitshalber mal voll, halt auf Maximum, weil ich nicht weiß, wie viel ich dann wirklich brauchen werde. Das mal wegwischen. Passt. Das machen wir jetzt mal zu. Passt. Es gibt auch einen USB-Stick dazu. Da ist eine Testdatei drauf, die man jetzt ausdrucken könnte. Die steckt man da hinten an. Aber, passt, man sieht schon rot. Wir müssen dann auch den Schutzhülle wieder drüber tun, weil es ist hinten ein Sensor. Der Drucker beginnt erst, wenn das drauf ist. Jetzt fangen wir Drucken an, indem wir da retour gehen, auf Print gehen. Wir haben jetzt auf der USB-Stick eine Datei, die wir ausdrucken können mit diesem Mono, Fotomono. Ja, das werden wir jetzt dann probieren. Also ich nehme jetzt nicht die Testdatei, sondern ich gehe jetzt auf Print und da habe ich jetzt also eine Art Raumschiff, das ich für meinen Enkel ausdrucken möchte. Und das wollen wir jetzt annehmen und dann geht man auf Play und dann müsste eigentlich das Gerät anfangen. Also wir sehen, es fährt nach unten. Taucht in die Flüssigkeit ein. Naja, schauen wir mal, ob das dann funktioniert. Das Ganze soll eine Stunde und 16 Minuten dauern, bis das fertig ist. Braucht relativ lang zum Belichten. Passt. Sinkend ist der Druck fertig. Und jetzt müssen wir den noch reinigen. Das heißt, das ist das Reinigungsgerät. Wir müssen in dieser Box jetzt da Alkohol einfüllen. Und die müsste eigentlich mit 1000 Liter müsste reichen. Übrigens, dass ihr seht, da unten ist ein Magnet. Da ist dann eine Propeller, der sich dann dreht, damit dann das Reinigen funktioniert. Eine Liter ist drinnen, aber der wird zu wenig sein. Also werden wir noch gleich einen zweiten dazu nehmen. So wie ich das jetzt mitbekommen habe, kann man den Alkohol mehrmals verwenden. Das heißt, das Gefäß kann man verschließen und kann man dann mehrmals verwenden. Beim Mono, das ist auch ein, sind auch Handschuhe dabei, die ziehen wir jetzt an. Ja,
recht groß und wirken auch sehr, wie soll ich sagen, stabil. Weil oft diese Handschuhe, die sind ja oft schon beim Anziehen kaputt, aber das dürften wirkliche Krankenhaushandschuhe sein. Gut. Ich stelle das jetzt einmal darauf, damit ihr seht. Dieses Gerät. Wir haben jetzt 2 Liter drinnen. Ich glaube, sieht man. Ja, passt. Sehr gut. Wir müssen das noch anstecken. Auch hier ist da wieder bei der Seite oder hinten ein zum Anstecken. So. Schalten, damit ihr das gleich seht vielleicht. Auch hier ist ein Sicherheitsding, sobald man den Deckel runter tut, ist das nichts. Was machen wir als nächstes? Wir entfernen das Ganze mit dem da. Schütteln da noch ein bisschen die Tropfen weg. Hängen das, damit es, wenn es höher ist, dazwischen. Aber das kommt jetzt da reingehängt, wie ihr das sehen könnt. Kann jetzt nicht viel mehr passieren, hoffentlich. So. Und mit diesen versenken wir das da rein. Wir brauchen noch ein bisschen Alkohol. Es gibt einen Deckel, den tun wir drauf. Passt. Gut. Und man muss eben den Deckel drauf tun, damit das dann auch wieder funktioniert. Weil ohne den Deckel. Jetzt haben wir da Wasch und Kühe. Wie sind wir eh jetzt bei Wasch? Wir machen mal 5 Minuten und das soll einmal gewaschen werden. Ihr seht, der Propeller dreht sich jetzt, ich hoffe, man kann das sehen. Also ich weiß, 1 Minute in die eine Richtung. Ihr seht, der wird jetzt langsam, weil er jetzt in die andere Richtung sich dreht. Hier ist jetzt das Resin, das restliche drinnen. Da tun wir das drauf, damit man den Geruch nicht riecht. Das ist jetzt sauber. Das heißt, wir brauchen ein Tuch. Da werden wir uns jetzt mit diesen Dings behelfen. Nimm das jetzt dann raus, leg das einmal da drauf da. So, probieren wir mal mit der runterholen das. So, jetzt haben wir das herunter. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir das da, diese Hilfslinien, wir müssen wir eigentlich runterbekommen. Ja, das geht recht. Einfach da. Das sind die ganzen Verstrebungen, die man per Software dazu gibt, damit eben, wie soll ich sagen, das, was höher liegt, eben auch haltet. Das jetzt einmal da. So.
die Scheibe kommt darauf, dann kommt das Stück was ausgedruckt ist drauf. Jetzt müssen wir das rauf tun, weil sonst geht das nicht. Die UV-Strahlung müssen wir schützen. Passt. Nur wenn das drauf ist, geht das. Wir gehen da wählen der Kühe aus, machen wir 3 Minuten und starten das. So, das dreht sich jetzt zum Dings, wenn man das hochhebt, hört das sofort auf, gell? So, damit man von der Strahlung, UV-Strahlung nichts abbekommt. Ja, das Rezin können wir jetzt wieder abfüllen. Naja, den ersten Testdruck schaut das recht gut aus. Ihr seht da ziemlich Feinheiten, Einzelheiten werden angezeigt. Ja, ich bin recht zufrieden. So schaut es jetzt eben fertig aus, der Druck. Ja, schauen wir mal, was wir dann alles für unsere Eisenbahn nachdrucken können. Was machen wir jetzt mit dem Resin? Das bei der Lieferung war solche Filter dabei, mit denen man jetzt sozusagen das Resin da wieder hineinschüttet. Deswegen habt ihr auch das einen Hahn sozusagen. Das werden wir jetzt ganz vorsichtig da wieder reinschütten. Also so eben durch dieses Warum? Weil es ja Plastikstücke geben könnte. Oder halt trockene Stücke geben könnte. Deswegen müssen wir das da schön hineinschütten. Das ist erledigt. So. Das müssen wir jetzt natürlich reinigen. Drinnen. Zuerst einmal, das tun wir jetzt schön reinigen. 96%igen Alkohol. So, das machen wir. Mit dem reinigen wir das da noch einmal. Da unterhalb und da oberhalb. Passt. Da wird dann wirklich